Hi, ich grüße euch hier direkt am Wasser. Ich bin mit dem kleinen Boot unterwegs. Ich habe mich hier in einem Baum abgeparkt. Ich bin gerade dabei, meine Montage vorzubereiten, denn es geht aktiv auf Wels. Ich habe zwei unterschiedliche Köder am Start. Einmal Gummi und einmal Wobbler. Mein Vorhaben ist, ich möchte mich hier entlang an dieser Totholzkante, hier liegt unheimlich viel Holz im Wasser, zwischendrin sind immer wieder freie Bereiche, wo man gut seinen Köder präsentieren kann. Und in diesem Areal tummelt sich auch einiges an Futterfischen, da verstecken sich die Weißfische drin und man sieht ab und an kleinere Rapfen an der Oberfläche jagen. Und ich denke, dort, wo so einiges los ist, wird der große Räuber, der Waller, auch nicht weit sein. Mein Plan ist jetzt mit Gummis, ich habe hier zwei unterschiedliche Modelle dabei, der eine hat einen Chat-Schwanz und der andere hat einen Twister-Schwanz und dann habe ich noch Wobbler dabei. Richtige, kurze, tieflaufende Wobbler, die richtig Krach machen. Mein Plan ist jetzt folgendes, ich weiß noch nicht genau, wie die Fische reagieren. Ich werde mich jetzt an dieser Totholzkante hier außerhalb runtertreiben lassen. Das muss ich mit dem Boot machen, vom Ufer habe ich hier keine Chance. Und dann die Hotspots anwerfen. So kann ich meine Köder ganz perfekt an den unterschiedlichsten Stellen anbieten. Und da werde ich hoffentlich irgendwo einen Waller zum Anbiss überreden können. Wir haben neben diesem Totholzareal hier im Fluss, wo wir jetzt erstmal mit dem Spinnfischen starten werden, noch viele weitere ganz interessante Bereiche. Steinpackungen, wir haben Abrisskanten im Fluss, wo tiefes Wasser auf flaches Wasser trifft, wo schnelle Strömung auf langsame Strömung trifft. All diese Bereiche gilt es zu beackern und dann denke ich, soll es doch klappen mit einem Aktivwaller. Ich bereite jetzt erstmal schnell meine Montage vor. Ich habe eine 2,40 Meter lange Solid Spin Rute dabei. Mit einer 5000er Rolle, bespult mit einer 38er geflochtenen Schnur. Zum System und zum Gerät erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt gilt es aber erstmal ein paar Würfe zu machen. Ich treibe hier schon wieder langsam raus. Ich will aber noch ein bisschen versteckt erst meine Montage fertig machen. Die Strömung drückt mich schon gleich hier runter. Ich montiere jetzt noch schnell meinen Chatworm. Dieser Köder ist 17 cm lang, also gar nicht mal allzu groß. Hat hinten eine richtig schöne Druckwellen erzeugende Schaufel. Und besteht aus ganz vielen Lamellen. Diese Lamellen erzeugen eine richtige Blasenbildung unter Wasser. Also er macht richtig schön Druck, dieser Köder. Hat ein ganz tolles Laufverhalten. Roter Kopf trifft auf weißen Körper. Das mag ich sehr, diese Farbkombination. Und hier im oberen Bereich, seht ihr schon, ist eine Aussparung. Und da könnt ihr ganz einfach unser Shed Chloric System einsetzen. Ich habe mich jetzt für den Anfang für einen relativ schweren Kopf entschieden, 50 Gramm, weil wir sind jetzt in der kälteren Jahreszeit unterwegs. Ich vermute die Fische nicht an der Oberfläche, sondern in den Kanten drin, im Holz. Die Entenjäger sind auch unterwegs, müssen wir aufpassen, dass die uns nicht hier eine Schrotkugel verpassen. Am Kantenfuß, im Holz drin, wird er lauern, der Räuber, und dann nach oben schießen und Beute machen. Wichtig ist daher, den Köder nicht zu flach zu präsentieren, in die holzfreien Stellen werfen, bis zum Grund auf Risiko absinken lassen und dann langsam zum Boot, zur Oberfläche zurückführen. Die Montage ist ganz einfach. Ihr setzt vorne hier die Nadel auf mit der Spirale, dreht diese schön mittig, achtet darauf, in euren Gummi rein. Bis er schön anliegt. Achtet darauf, dass er schön gerade hängt. Und dann wird der Haken oben einfach in diesen freien Bereich
eingesetzt. Den Plastikmantel müssen wir oben natürlich noch entfernen. Der dient als Schutz. Aber beim Angeln muss er runter. So, perfekt. Der 6-0er Chlorhook steckt perfekt im Rücken des Wurms. Dieser wird jetzt noch vorne auf meinem Wirbel eingehangen. Und dann können wir schon starten. Ganz einfache Montage. Auf geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich fahre jetzt noch ein Stück nach oben und habe dann eine ganz weite Strecke hier an dem Totholz entlang zum Werfen. Und überall hier seht ihr diese freien Bereiche. Dann kommen wieder größere Bereiche, wo viel Holz drin liegt. Und in diese freien Bereiche versuche ich meinen Köder zielgenau zu präsentieren, um dort dann einen Wels abzuholen. Einige fragen sich wahrscheinlich, wo kommen denn die ganzen Bäume hier im Wasser her? Ja, wir sind an einem sehr natürlich belassenen Fluss unterwegs. Und bei jedem Wasseranstieg, ihr seht es ja im Hintergrund, dieses Steilufer, bricht da Ufer ab. Und natürlich auch die Bäume, die ufernah, oder besser gesagt wassernah stehen. Und bilden dann hier dieses spektakuläre Bild im Uferbereich. Auf jeden Fall sind solche Bereiche ein Hotspot oder ein Anlaufpunkt für alle Fische. Hier finden die Fische Schutz, ein sicheres Versteck, Beute, Nahrung, einfach alles. So, los geht die Reise. Ich lasse den Köder erst absinken und holen dann langsam zum Boot ein. Versucht dabei immer wieder exakt in die hindernisfreien Bereiche zu werfen. Ja, Finny. Finny ist übrigens auch dabei. Die will immer mit, wenn es spannend wird und wenn es ums Angeln geht. Ich glaube, das Angeln ist der Wurscht. Die will einfach nur draußen dabei sein. Ja, aber angeln musst du. Ey! Angeln musste mich schon. Angeln lassen musste mich schon. Also wirklich bis an die Baumkanten ranwerfen und dann langsam den Köder einholen. Der schwere Kopf ist hier unheimlich wichtig, denn sonst würde ich einfach nicht auf Tiefe kommen. Thank you.
Hier seht ihr mal schön das Laufverhalten des Shedworms. Schon beim kleinsten Zug, bei der leichtesten Gegenströmung, fängt er ganz toll an zu flanken. Die einzelnen Lamellen sind verantwortlich für das perfekte Laufverhalten. Also seht ihr schon, ich halte ihn jetzt hier einfach nur ganz leicht mal in die Gegenströmung. Und schon fängt er an zu tanzen. Sieht aus wie ein kleiner Rapfen. Eine Esche imitiert perfekt die Beutefische des Wallers. Der war knapp fast den Ast da getroffen. Schön langsam den Köder einholen, nicht zu schnell angeln. Ihr habt ja eben schon gesehen, wie verführerisch der schon unter ganz leichtem Zug läuft. Absinken lassen und langsam hier zum Boot hochkurbeln. In der warmen Jahreszeit kann man definitiv auch schneller angeln und leichter, damit der Köder näher an der Oberfläche präsentiert wird. Aber jetzt, in der kalten Jahreszeit, sollte man langsam machen und so den Köder länger im heißen Bereich halten. Hier kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass eure Köderbox etwas minimiert wird, leerer wird. Weil auch die freien Bereiche können darunter Astwerk verbergen. Aber mit dem Offset-Hook, also mit dem Einzelhaken, der oben auf dem Köder aufgesteckt wird im Rücken, könnt ihr doch relativ gut über Hindernisse hinweg angeln. Das ist doch auch ein geiler Bereich hier. Ihr seht da schön die Strömungskante hier vorne, hinterm Baum. Strömungsschatten, danach stehendes Wasser. Finny hat gerade Nutria entdeckt. Mal gucken, ob ich es euch noch zeigen kann. Da oben rennt's. Ah, jetzt verkriecht da rennt's. Seht ihr das? Finny hat es gesehen. Die passt auf. Schaut mal hier, wie sich das Wasser hier durchs Ufer gefressen hat, bis oben hin, 3-4 Meter mehr. Und dann steht es da oben am Wald. Und bei jedem Hochwasser fallen immer mehr Bäume in den Fluss rein und bieten so ein optimales Versteck für die Fische und für uns permanent neue Angelplätze, neue Angelsituationen, die man vorfindet, wenn man dann wieder am Fluss zurück ist. Hier dahinter, schaut euch das mal an. Bereich hier, wo wir gerade durchtreiben. Großer Baum, dahinter ruhiges Wasser. Jetzt kommt die Sonne raus, ist auch ein bisschen angenehmer. Ich bewege immer nur meinen Außenbotter so leicht nach links und rechts. Und kann dadurch auch ein bisschen die Driftrichtung, also wie das Boot in der Strömung steht, verändern. Und muss nicht dauernd den Motor anmachen, wenn ich jetzt hier runter treibe. Jetzt kommt hier ein kleines Stück Packung. Also ihr seht, ganz, ganz facettenreich. Schön knapp direkt vor die Hecken.
Hoffentlich treiben wir jetzt hier unten nicht um die Ecke und da sitzt der Entenjäger und denkt, wir wären eine große Ente. Nee, da wird schon ein Unterschied zwischen einer Ente und einem Schlauchboot erkennen, weil sonst rieselt es Schrot. Hier unten kommt jetzt wieder ein heißer Bereich. Die Packung hört auf. Es kommt wie eine Ecke und hinter der Ecke ein großes Kehrwasser. Und solche Bereiche sind oft Plätze, wo ein Waller wartet und lauert. Guckt mal, wie der Fluss hier zurückdreht. Eine Strömung läuft nach oben, eine nach unten weiter. Wir fahren jetzt noch mal ein Stück flussauf, klappern den Bereich noch mal ab. Achtet drauf, wenn ihr mit einem Verbrennungsmotor unterwegs seid, dass ihr nicht unmittelbar über euren Angelplatz fahrt, also über den Bereich, wo ihr später euren Kunstköder präsentieren möchtet. So könnt ihr nämlich die Fische auch scheu machen. An diesem Fluss hier sind viele Bootsfahrer unterwegs. Ich denke nicht, dass es ein allzu großes Problem ist, aber besser ist es, einen Bogen außen rum zu fahren. Gibt einfach ein besseres Gefühl. So, auf ein neues. Je dichter ihr an die Hindernisse ranwerft, desto besser wird es sein, denn genau dort verstecken sich ja die Beutefische. Und dann könnt ihr perfekt so einen flüchtenden Beutefisch aus dem Hindernis raus ins Freiwasser imitieren. Fisch. Das war jetzt ein Einschlag. Holz rein. Und ab geht er nochmal.
Schaut mal, wo der Haken sitzt. Perfekt im Maulwinkel gehakt. Achtung, Fini. Fisch kommt rein ins Boot. Geil. Schätzt so 1,20 Meter rum. Und auch die Jungs in der Größe machen dann schon richtig Laune am leichten Spinngerät. Und der darf auch gleich wieder zurück. Ciao. Geil, weiter geht's. Eigentlich wollte ich ja mit euch heute schleppen gehen, mit Wobblern. Aber, so wie es so oft ist im Leben oder beim Angeln, die Situation ändert sich abrupt. Der Fluss ist stark angestiegen, 2,5 Meter Wasser sind dazugekommen und jetzt macht Schleppen definitiv keinen Sinn mehr. Die Fische stecken alle im Grasland, in den Überflutungsgebieten, in den Überschwemmungsgebieten, irgendwo in den Hecken drin. Und machen dort Nahrung. Und da braucht er mit keinem Wobbler der Welt die tiefen Flussgebiete oder die steil abfallenden Kanten abzuschleppen. Das ist dann eher was für normalen Wasserstand. Aber absolut kein Problem. Dann kommt halt wieder unser Gummi zum Einsatz. Der eignet sich für die aktuelle Situation, für den aktuellen Flusspegel natürlich auch sehr gut. Natürlich würde ich jetzt aber den Kopf tauschen. Wir hatten mit einem schweren Kopf bei Normalwasserstand tief geangelt, also den Köder tief präsentiert, schnell auf Tiefe gebracht und dann langsam zum Boot hochgekurbelt. Jetzt ist es natürlich sinnlos. Die Fische stehen flach im Grasland. Jetzt brauchen wir einen leichteren Kopf, um natürlich flacher angeln zu können, den Köder flacher, langsam präsentieren zu können und natürlich, um das Hängerrisiko zu vermeiden. Ein schwerer Kopf ist nur was für tiefes, schnelles Wasser. Jetzt gilt es, den Köder möglichst flach über dem überfluteten Grasland in den Überschwemmungsgebieten zu präsentieren, kurze Absinkphasen und möglichst hindernisfrei durch das überflutete Land einzukurbeln. Ich wechsle jetzt den Kopf, das ist ja das Coole an unserem System. Einfach runterdrehen, da nimmt der Gummi auch überhaupt keinen Schaden. Das System wird ausgehangen. Es gibt übrigens zwei Arten von unserem Wallerwurm. Hier drüben den Curlywurm mit dem Twisterschwanz. Den könnt ihr natürlich auch zum Spinnfischen einsetzen, also zum schnellen Einholen des Köders. Ich allerdings nutze den viel lieber zum Vertikalangeln unterm Boot in langen, langsamen Haltephasen. Da ist der wirklich eine Macht. Beim Spinnfischen, also beim Wurfangeln, wo ich den Köder wieder zu mir einhole, nutze ich gerne den Shedworm. Hier hinten mit dem Schaufelschwanz, der macht richtig schönen Druck im Wasser und bremst den Köder natürlich auch noch dementsprechend beim Einholen und verleiht ihm durch diese Lamellenform und den Schaufelschwanz ein ganz geiles Laufverhalten. Das habe ich euch aber schon gezeigt. Hier montieren wir jetzt einen ganz leichten Kopf unseres Shedclaw-Systems auf. Ich will ganz flach probieren, jetzt mal die Waller zu fangen oder besser gesagt erstmal zu suchen und dann zu fangen. Einfach wieder aufschrauben und damit können wir ganz toll und problemlos über dem überfluteten Gras jetzt angeln. So, sitzt perfekt. Den Clawhook hinten in den freien Bereich des Köders setzen. Und schon kann es losgehen. Als Faustregel für euch gilt, ist das Wasser niedrig und klar,
sucht die Welse in tieferen Bereichen mit den Gummis. Ist das Wasser hoch, also angestiegen und drüber, sucht sie im Flachen und nahe an Grasland, was gerade überflutet wurde. Denn dort tummelt sich dann auch die Beute. So, nicht viel schnacken, auf geht's ans Angeln. Kopf einhängen und schon geht's los. Und ich zeige euch jetzt mal so ein paar typische heiße Bereiche, die jetzt funktionieren könnten. Drückt mir die Daumen. Finny hat schon die Nase im Wind, die riecht die Fische. So, jetzt schaut mal hier drüben. Hier haben wir jetzt unterm Boot eine Wassertiefe von 2,70 Meter, 2,80 Meter. Und hier vorne beginnt das Grasland. Wenn wir da jetzt näher ranfahren, wird es auch flacher werden. Hier seht ihr schön, wie die Kante jetzt aufsteigt. Und ich denke, dass solche Bereiche jetzt die Fische anziehen und die Fische hier an der Kante versuchen, Beute zu machen. Wir fahren jetzt noch ein Stück Fluss auf und werfen dann hier diese Graskante ab. Hier seht ihr schön, wie das Gras hochkommt im Wasser. Wir gucken auch einzelne Bäumchen raus. Hier vorne auch ein wirklich heißer Bereich, ne? Mehrere Baumreihen im Wasser. Danach steht das Wasser fast. In der Flussmitte ist eine Bollermann-Strömung. Und hier werden wir uns jetzt das Ufer entlang dieser Graskante runtertreiben lassen und mal abwerfen. Hinten sieht man Fische aufgehen, wahrscheinlich Weißfische, ganz dicht am Ufer. Seht ihr das? Da kommen Kreise hoch. Schauen wir mal, ob einer Bock hat. Hier treiben wir doch jetzt schön an der Kante entlang runter. Wir können schön die heißen Bereiche anwerfen, langsam den Köder jetzt einholen. Auch wenn er mal hängen bleibt, einfach weiter kurbeln. Ihr habt ganz wenig Hänger, dadurch, dass der Haken auf dem Rücken sitzt. Umso langsamer ihr jetzt kurbelt, desto besser läuft der Köder. Es ist ein ganz leichter Kopf drauf, also ihr braucht schon ein bisschen Wassergegendruck. Immer schön knapp ans Gras ranwerfen. Hier jetzt auch gerade der Baum, der da auftaucht. Dahinter die Bereiche stellen sich gerne Fische rein. Kommt noch so ein kleines Bäumchen. Zack. Es gibt natürlich, wie bei allen anderen Fischen auch, aktive und passive Phasen. Wir sind jetzt mittags unterwegs. Es kann natürlich sein, dass die Jungs jetzt alles andere im Sinn haben, als zu fressen. Aber oftmals war so die Mittagssonne und dann die Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, gar keine schlechte Phase. Das muss man probieren und beim Spinnfischen seid ihr ja schön flexibel. Ja? Ist ja nicht wie beim Ansitzangeln, dass man einen Haufen Zeug mitschleppt, sondern ich bin jetzt unterwegs, eine Rute, ein paar Köder in der Tasche, Schlauchboot
geht natürlich auch vom Ufer. Hier in dem Fall ist es vom Ufer schwieriger. Ihr seht es ja selbst. Ich würde gar nicht an die heißen Bereiche rankommen, außer vielleicht mit einer Warthose. Und da ist so ein Boot schon eine feine Sache. Es kann natürlich dann auch sein, dass die Abendstunden effektiver sind, die Morgenstunden auch nachts. Das muss man probieren. Aber für ein paar Stündchen hier am Fluss unterwegs zu sein, gibt definitiv Schlechteres. Wenn ihr dann dicht am Boot seid mit eurem Köder, könnt ihr ihn eigentlich relativ schnell auch einholen und den nächsten Wurf platzieren. Ich habe ganz selten Bisse bekommen direkt am Boot, weil der Wels kein verfolgender Jäger ist, wie es zum Beispiel ein Hecht tut. Ein Hecht folgt ja oft dem Köder bis ans Boot, also bis der Köder fast aus dem Wasser rausgehoben wird und schnappt dann im letzten Moment zu. Die meisten Wallabisse allerdings bekommt ihr unmittelbar nach dem Aufschlag vom Köder. Also der reagiert dann auf das Geplatsche an den Hecken, denkt, das ist ein flüchtender Beutefisch und schlägt innerhalb der ersten paar Kurbelumdrehungen zu. Hier so schattige Plätze wie da hinten an den Bäumen. Ein geiles Angelareal hier. Hier im Hintergrund kommt jetzt wieder ordentlich Gras auf uns zu. Und es gibt auch keine besonderen Jahreszeiten, die das Spinnfischen, welches wir hier betreiben, besser oder schlechter machen, also wo man bessere oder schlechtere Chancen hat. Ihr könnt definitiv das ganze Jahr über mit den beiden Methoden Fische fangen. Wenn wir zum Beispiel eine Hochwasserphase haben, auch im Winter, die Wassertemperatur 7, 8 Grad ist oder vielleicht sogar noch kälter und das Wasser plötzlich braun wird, ziehen die Fische trotzdem in diese flachen Bereiche, um Nahrung zu machen. Die Wasserfarbe ist da der alleinige Faktor, der die Fische aktiv macht, nicht die Wassertemperatur. Und je klarer und niedriger der Wasserpegel ist, der Flusspegel, desto eher ziehen die Fische in tiefere Bereiche. Und da müsst ihr dann den Köder direkt vors Maul setzen. Er war mitten im Grasland. Aber seht, dann kriege ich gut raus. Ohne hängen zu bleiben mit einem Blinker oder mit einem Wobbler, hätte er jetzt ein Problem gehabt. Da hätte der Drilling sich irgendwo verfangen und Gras mitgenommen. Und unser Gummi ist sauber. So, jetzt fahren wir mal hier rüber. Das ist noch ein vielversprechender Bereich. Ich zeige es euch mal. Läuft nämlich so eine lange Baumzunge mitten in den Fluss rein. Wir werden jetzt aber nicht unten an der Baumzunge ansetzen, also an der Spitze dieses Überschwemmungsgebietes, sondern ein bisschen stromauffahren und uns leise und unauffällig mit dem Boot hier runtertreiben lassen und die Würfe dann platzieren. Schaut doch gut aus hier. Muss doch einer stecken. Kommen wir in den heißen Bereich. Hier vorne kommt die Spitze raus. Wichtig ist auch immer, dass ihr ein bisschen Ausschau haltet. Ja? Also ein bisschen guckt, ob ihr irgendwo eine Wasserbewegung seht. Irgendwo Fischbewegung an der Oberfläche. Irgendeinen Schwall.
vielleicht sogar im besten Fall einen raubenden Waller, dann sei der Gold richtig. Aber in der Regel, je kälter das Wasser, desto tiefer spielt sich auch das Fressen ab. Auch bei jetzt ansteigendem Wasser. Also die werden nicht, selbst bei einer Wassertiefe von 1,50 Meter an der Oberfläche rauben, oder man wird sie wahrscheinlich nur schwer sehen. Aber sie sind im Gras da. Sie sind da und schnappen sich dann den Köder. Mein Wurm läuft jetzt circa 50 cm unter der Wasseroberfläche mit dem 10 Gramm Kopf, wenn ich ihn langsam einhole. Schauen wir mal. Hier vorne seht ihr richtig, wie das Wasser dreht. Strömung aufeinandertreffen von dem Revier und von dem Revier hier drüben. Definitiv ein guter Platz. Nicht nur fürs Spinnfischen, auch fürs Ansitzangeln. Ich habe mich jetzt mal hier in die Bäume gesetzt, ein kleines Päuschen gemacht, habe auch etwas Hunger. Bei solchen Kurztrips ist es immer schwierig, wenn man jetzt mal schnell raus will zum Spinnfischen, sich ein paar belegte Brötchen zu holen. Und da kommt Y-Food mir gerade richtig. Vor allen Dingen der Schokodrink hier ist mega lecker und macht satt, ist eine komplette Mahlzeit. Ich will jetzt mal die Zeit nutzen und euch zeigen, wie ich mein Vorfach hier mit meiner Hauptschnur verbinde. Es ist ja wichtig beim Spinnfischen, dass ihr auch ein Vorfach benutzt. Denn der Waller, der hat Zähne, besser gesagt Zahnplatten. Und wenn ihr mit eurer doch relativ dünnen Spinnschnur direkt auf euren Kunstköder geht und der Waller überbeißt, kann es sein, dass er euch eure Hauptschnur nach wenigen Drillminuten, Drillsekunden vielleicht auch, durchscheuert. Und deswegen ist ein Vorfach ganz wichtig. Hier vorne habe ich einen Einhänger dran, wo ich meine Kunstköder schnell und flexibel wechseln kann. Das ist so ein spezieller Einhänger mit so einem Ring unten als Schutz, dass ihn der Wels nicht aufbeißen kann. Und auf meiner Hauptschnur habe ich ein 80er geflochtenes Vorfach montiert, direkt drauf geknotet. Das ist für mich die unauffälligste und einfachste Art und Weise, ein Vorfach mit meiner Hauptschnur zu verbinden. Und diesen Verbindungsknoten hier, den zeige ich euch jetzt. Der Knoten schimpft sich übrigens doppelter Grinnerknoten zum Verbinden zweier Schnüre. Ich nutze diesen Knoten auch, wenn ich auf Zander angle und ein Fluorcarbon auf meine dünne geflochtene schalte. Ich nutze diesen Knoten auch, wenn ich auf Karpfen angeln und eine Schlagschnur vormontiere. Und ich nutze diesen Knoten auch beim Ansitzangeln, wenn ich mit einer Schlagschnur auf meiner Hauptschnur arbeite, wenn ich zum Beispiel in einer Steinpackung oder direkt vor Hindernissen angle. Dieses Vorfach kommt bei mir zum Einsatz beim Spinnfischen. Das Powerleader mit einer Stärke von 1 mm hat 80 Kilo Tragkraft. Absolut perfekt und ausreichend. Ist nicht zu dick. Also lässt sich noch schön unauffällig vor dem Köder angeln. Und ist aber auch nicht zu dünn für den Kampf mit großen Fischen. Hier ziehe ich mir jetzt circa eine Länge von 50 cm runter. Kann auch ein Stück länger sein. Kann auch ein Stück kürzer sein, nur mit 50 cm Montagelänge tut ihr euch am einfachsten. Ich habe jetzt hier meine Hauptschnur der Spinnrute, hier mein abgeschnittenes Vorfach. Ich lege jetzt die beiden Schnüre so aneinander. Beginne mit der dickeren Schnur, mit der Vorfachschnur, lege die zurück. Und wickle diese fünfmal durch die entstandene Schlaufe zurück. Feuchte das Ganze an und ziehe die jetzt schön langsam zusammen, dass sich die Wicklungen schön nebeneinander legen. Da könnt ihr auch ein bisschen mit dem Finger nachhelfen, damit es schön sauber nebeneinander liegt. Das Gleiche mache ich jetzt mit meiner Hauptschnur der Spinnrute.
lege wieder hier eine Schlaufe zurück und wickle die dünnere Schnur 6 bis 7 Mal in die Schlaufe rein. Also die dünnere Schnur immer 2-mal öfters wickeln als die dickere Schnur. Die dickere habe ich jetzt 5-mal gewickelt, die dünnere 7-mal. Wieder anfeuchten und schön langsam zusammenziehen. Achte darauf, dass die Wicklungen sich schön nebeneinander legen. Sieht perfekt aus. Und jetzt ziehe ich das Ganze langsam zusammen. Jetzt sind die beiden Knoten, die beiden Wicklungen gegeneinander gelaufen. Übe Druck aus, auch an den Schnurenden. Und schließe diesen Knoten mit einem kleinen, normalen Hausfrauenknoten, kann man dazu sagen, relativ dicht hinten ab. Und ihr habt eine ganz tolle, saubere und vor allen Dingen haltbare, zuverlässige Verbindung zwischen eurer Hauptschnur und eurem Vorfach. Die überstehenden Enden werden jetzt noch abgeschnitten. Schön knapp direkt vor dem Knoten. Und schon habt ihr eure Vorfachschnur, eure Bissschutzschnur, eure starke Schnur mit der dünnen Spinnschnur verbunden. Hier oben dran kommt jetzt euer Wirbel. Da könnt ihr den Knoten verwenden, den ihr schon immer beim Angeln verwendet. Ich verwende den Blutknoten und zeige euch, wie das funktioniert. Ich gehe 2-mal durch den Wirbelring hier durch. Schnur schön nebeneinander legen und wickel jetzt 7-mal um die eigene Achse zurück. Diesen Knoten habe ich damals als Jungangler gelernt. Damit habe ich alles bisher angeknotet und es hat alles immer perfekt gehalten. Jetzt wird es schön zusammengeschoben. Es ist schön nebeneinander gelegt und auch hier das Ende, damit er nicht aufrutschen kann, sichere ich mit so einem Hausfrauenknoten oder Sicherungsknoten, wie ihr es auch immer nennen wollt, schön knapp darüber. Überstehende Ende wird wieder abgeschnitten. Und schon seid ihr startklar und könnt ganz flexibel die verschiedensten Kunstköder, egal ob ihr mit dem Blinker, mit dem Wobbler oder mit einem Gummifisch angeln wollt, montieren. Und seid euch auf jeden Fall sicher, dass wenn einer drauf knallt, dass ihr vorne eine Safety Zone, einen Bissschutz auf eurer dünnen Spinnschnur montiert habt. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Pause und starten dann nochmal erneut in das Abenteuer, wenn die Sonne hier ein bisschen runtergeht. Spinnfischen auf Wels, Spannung ist garantiert. Moin, moin. Heute bin ich mal ein bisschen früher aufgestanden. Leider ist das Wetter nicht so schön wie gestern. Dicker Nebel liegt über dem Fluss. Aber vielleicht ist das ja Beißwetter.
Beim Hochfahren habe ich schon gut Fischaktivität gesehen. Ein paar Weißfische springen, ein paar Karpfen hier in den Hecken. Mal schauen, ob die Waller auch Bock haben. Der steht gut unten. Genau an der Baumkante hier eingestiegen. Muss ich nur aufpassen, dass er nicht ins Holz reingeht. Der nimmt Schnur. So hart drillen will ich jetzt auch nicht. Ich habe eine relativ dünne Hauptschnur drauf. Also ihr könnt da nicht so brachial abgehen wie beim Stellfischangeln. Schaut euch mal die Solid Spin an, die 240er, wie krumm die ist. Ein richtiger Traumstock. Komm, langsam blasen die ersten. Ui. Ui. Geiler Fisch, geiler Fisch. Oi. Richtig guter Fisch. Das ist schon ein Unterschied zu dem kleinen von vor ein paar Tagen. Gibt noch nicht auf. Gibt noch nicht auf. Heidewitzka. Der hat noch Dampf, der Kollege. Der hat Dampf. Der hat noch Dampf, der Kollege. Der hat Dampf. Geile Aktion, die Rübe. Starker Fisch. Starker Fisch.
krasse Verletzung am Kopf. Guck mal, ob ich rankomme. Schnur rausgeben. Alter Vater. Wahnsinn. Wahnsinnstier. Chaos im Boot. Oh. Schaut euch diesen Büffel an. Oh. Geil. Oh, was ein Fisch. Was ein Fisch. Huh. Ist mir richtig warm geworden jetzt. Hat sich gelohnt, früh aufzustehen. Wie sagt man so schön? Der frühe Vogel findet den Wurm. Mega. Mega. Was ein Büffel. Gucken, ob wir ihn hier rauskriegen. Wahnsinn. Und er läuft direkt zurück. Oh. Wahnsinn. Oh. Oh. Ich bin komplett aus der Puste. Geil war's. Wahnsinns-Action. Mit so leichtem Gerät auf große Fische. Aber die Solid Spin Route, die kann richtig was ab. Also die war noch lange nicht am Ende. Geiler Köder. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.